Klar, also ich nehme mir schon immer was vor für dieses Wochenende, aber ich finde, jetzt ist eher so eine Vorfreude da. Also in Magdeburg war das eher so ein bisschen Druck noch, weil ich würde, habe mir da schon ziemlich viel vorgenommen und jetzt kann ich ganz befreit ausschwimmen, weil ich weiß, ich habe letztes Wochenende eine super Leistung abgeliefert und jetzt kann ich das einfach nochmal bestätigen oder halt sogar nochmal verbessern. Das nehme ich mir vor. Also es ist natürlich schon sehr ärgerlich. Also ich bin ja jetzt bei 100 und 200 relativ knapp an der Norm vorbeigeschwommen. Klar ärgert mich das und ich will jetzt nochmal einen draufsetzen oder zeigen, dass ich auf jeden Fall es drauf habe, weil ja, was sind schon 500stel? Das ist so wenig. Jetzt gehe ich aber relativ entspannt jetzt mal an den Wettkampf ran, weil ich weiß, okay, ich bin gut drauf. Ich kann die Normzeit knacken und dann schaue ich mal, was die Anzeigentafel dieses Mal sagt. Ich hoffe noch mehr. Ne? Das sollte ja nicht der Anfang gewesen sein. Und letzte Woche hatte ich es im Finale zwar nochmal probiert, weil ich ein bisschen eine andere Renntaktik geschwommen, einfach mal ein bisschen was auszutesten, auch mein Limit ranzukommen, zu sehen, wie lang hält auch das Tempo, wenn ich mal ein bisschen zu schnell angehe. Hat gezeigt, dass ich da schon bis 90 Meter komme. Jetzt versuche ich in Berlin doch wieder mehr mein Rennen zu schwimmen, vielleicht ein bisschen langsamer anzugehen und um dann vielleicht noch einen kleinen Ticken noch ein bisschen mehr rauszuholen aus dem Finale. Die Mädels in der 4x2-Staffel, die sind auf jeden Fall alle top drauf. Es macht auf jeden Fall dann Spaß zu sehen, dass halt jetzt alle nochmal fighten und sich verbessern wollen. Und ich denke mal, mit der 4x2 haben wir in Tokio schon ganz gute Finalchancen, würde ich so sagen. Klar hat man immer so ein bisschen ein Auge drauf. Okay, was machen die anderen gerade momentan? Aber ehrlich gesagt habe ich mich jetzt dann mit den anderen Zeiten noch nicht so sehr beschäftigt, sondern habe jetzt erstmal meinen Fokus auf meine Olympia-Qualifikation gelegt. Und ja, was dann in Tokio passiert, ist nochmal ein ganz neues Rennen. Ich finde eigentlich unser Verhalten gegeneinander ist eigentlich ziemlich kollegial. Also ziemlich gut, würde ich sagen. Wir harmonieren echt gut und im Wettkampf ist es halt ein gesundes Konkurrenzverhalten, so würde ich das mal bezeichnen. Jeder will gewinnen. Aber ich denke, bei dem Wettkampf haben wir auch gesehen, dass wir uns beide stärken können. Vor allem mit der Renneinteilung. Da bringt es ja nichts, wenn einer direkt vorne wegschwimmt und den anderen quasi direkt abschüttelt. Da haben wir gesehen, dass wir miteinander quasi arbeiten können, um uns zu pushen, um die bestmögliche Zeit am Ende zu erzielen. Sowohl für ihn als auch für mich. Und das hat, finde ich, sehr gut geklappt. Also vor allem im letzten Jahr, als dann die Spiele noch nicht verschoben worden sind und alles abgesagt worden war, war dann die Frustration so ein bisschen groß. Okay, wir wussten nicht, wohin geht die Reise, was passiert jetzt. Wir wollen doch, wir wollen wirklich, wir wollen nicht an den Start gehen und schlecht schwimmen, auch für Deutschland. Ja, das hat sich dann aber so ein bisschen gelegt, nachdem das verschoben worden ist und die Wettkämpfe so langsam kamen, auch. Falls Gedanken aufkommen sollten, ja, finden die Spiele statt, finden sie es so statt, dass es wirklich Olympische Spiele werden. Ja, ich habe es auch registriert. Ich befasse mich eigentlich nicht tagtäglich damit, vielleicht ab und zu mal. Sollte man sich auch so ein bisschen auseinandersetzen mit der Thematik. Nichtsdestotrotz werde ich dadurch nicht ja, wie kann man sagen, mein Ziel davor, vor Augen zu verlieren. Also das werde ich nicht zulassen. Das werde ich registrieren, aber zur Seite stellen. Und wenn der Moment gekommen ist, dann werde ich das vielleicht wieder aufnehmen, aber vorerst werde ich mich davon nicht irgendwie negativ beeinflussen lassen. Ja, ich denke auch, dass einfach wir als Athleten gar nicht diesen Gedanken irgendwie zulassen dürfen, ob die Spiele stattfinden oder also beziehungsweise, dass sie nicht stattfinden, weil sonst ist irgendwie dieses große Ziel, das man halt hat, so als Athlet einfach irgendwie so ein bisschen verpufft. Und ich bin zum Glück nicht diejenige, die das entscheidet. Und ja, genau, also bei mir steht es so ein bisschen außer Frage, weil bei mir war ganz klar, okay, das muss stattfinden, weil sonst kann ich auch im Training nicht immer alles geben und tagtäglich dann morgens aufstehen für mein Ziel und um 6 Uhr ins Wasser springen, dann wird es, glaube ich, ein bisschen schwer. Deswegen habe ich das auch so ein bisschen beiseite geschoben dann. Mega groß. Also wirklich, ich habe mich da richtig gefreut, als ich
an die Anschlagmatte gehauen hat. Ich konnte es erstmal gar nicht fassen, so wirklich, dass ich wirklich so deutlich unter den Zeiten jeweils war. Und ja, die letzten Nächte habe ich ja schon so ein bisschen davon geträumt, aber ich darf mich davon jetzt erstmal nicht blenden lassen. Es ist ja noch ein Wettkampf an dem Wochenende übrig. Da können noch Leute schneller schwimmen oder auch ja, schneller als ich schwimmen. Also ich darf mich da noch nicht ausruhen. Ich muss da jetzt weiter Gas geben, erstmal. Aber ja, ist natürlich schon, ich mache mir da schon viele Gedanken darüber, wie ich dann beim Start stehe in Tokio und wie das dann alles aussehen wird. Also es wird schon schön, denke ich.